Eva ist 14 Jahre alt. Eigentlich ist sie ein ganz normales, nettes Mädchen. Doch einmal die Woche verwandelt sie sich zur bösen Fee. Denn Eva spielt in einem Musical mit, das nun in der Geschwister-Scholl-Realschule aufgeführt wird. Da muss sie dann alle Nettigkeiten zu Hause lassen und richtig böse schauspielern. Besonders eins fällt ihr dabei nicht leicht. Dieser böse, zickige Ton, weil ich sonst eine eher nette Person bin. Das Musical ist an der Schule schon Tradition. Seit 14 Jahren stehen hier Schüler aus allen Klassenstufen auf der Bühne. Singen, tanzen und schauspielern. In diesem Jahr ist Dornröschen dran. Aber nicht klassisch, wie es im Buche steht. Die Paparazzi kommen heißt die etwas abgewandelte Version. Dornröschen wurde ja auf 100 Jahre Schlaf verflucht. Und das hier ist halt, was passiert wäre, wenn sie wirklich 100 Jahre geschlafen hätte und in der Jetztzeit aufwacht. Die Geschichte ist dementsprechend angepasst und hat viele witzige Stellen. Die Musik für das Stück ist selbst geschrieben. Die Lehrer Reinhard Gries und Ralf Kühnen arbeiten seit den Sommerferien an den Songs. Auch die Band besteht aus Schülern der Realschule. Die spielen die Musik live zu den Szenen. Reinhard Gries passt schon bei der Komposition der Lieder auf, dass die Songs nicht zu schwer für die Schüler sind. Die Schüler sind einfach keine professionellen Musiker. Und es muss einfach so konzipiert sein, dass es spielbar ist für die, dass die dann mit den Songs nicht überfordert sind. Schlüsselloch, Spickler wollen sehen, was hier noch geht. Wir sind die Schlüsselloch, Spickler wollen wissen, wer wo steht. Und ganz am Ende wird das, was wir sehen, zu lesen sein. Bei Bunte Bravo oder dem Stern. Eva probt zusammen mit ihren knapp 20 Schauspielkollegen für die große Aufführung. Schon seit Monaten treffen sich die Schüler dafür einmal in der Woche. Das schweißt zusammen. Wenn man dann auch gemeinsam was aufführt, dann ist man auch irgendwie stolz darauf und freut sich, weil man den anderen Leuten eine Freude bereiten kann und ist schon was Besonderes für mich. Morgen ist es dann endlich soweit. Das Stück Die Paparazzi kommen feiert in der Schulaula Premiere. Für Eva geht es dann schon zum 5. Mal auf die Bühne. Ein bisschen nervös ist sie schon, aber das gehört halt dazu.